Nach dem generellen Überblick zum Aufbau einer Suchmaschine, also wir hatten ja die Architektur uns angeschaut und gesehen, dass es im Prinzip zwei Prozesse gibt, die als Schnittstelle in Anführungsstrichen die Datenstruktur Index haben, den Document Store haben, Zusatzspeicher haben und auch das Log gegebenenfalls auf den Retrieval-Prozess noch einen Einfluss hat. Wenn wir uns jetzt also mit dem ersten der Prozesse beschäftigen, dem Aufbau des Index, und uns da so ein bisschen erstmal anschauen, was es bedeutet, einen Index bauen zu wollen, was für Anforderungen es daran gibt und dann eben so einem kleinen Exkurs in Richtung Verarbeitung von textlichen Daten uns anschauen, wie man aus Text Indexterme generiert, um dann eben ein bisschen weitergehen und schauen, wie man den Index tatsächlich baut, den invertierten und wie man den dann benutzt, wenn man eine Anfrage reinbekommt. Es gibt eine Definition im ANSI/NISO Standardisierungsformat, was eigentlich ein Index ist. Und da steht im Prinzip drin, dass ein Index also irgendwas Systematisches ist, das da einem helfen soll, Features oder die Themen in sogenannten Dokumenteinheiten zu erkennen, die man als Indexterme benutzen will, um eben Dokumenteinheiten retrieven zu können, also zurückliefern zu können auf Suchanfragen. Also im Prinzip soll das sein, steht weiter da in dieser Definition, die so ein bisschen angelehnt ist an diesen ANSI/NISO-Standard. Im Prinzip soll ein Index also die Funktion haben, dem Nutzer zu helfen, die Dokumenteinheiten zu finden, die für ein Informationsbedürfnis relevant sind, beziehungsweise die helfen, eine Anfrage zu beantworten. Wenn man sich fragt, was eigentlich so ein Index ist, ich hoffe, viele von Ihnen haben schon mal einen gesehen, beispielsweise am Ende von Lehrbüchern. Und da ist ja im Prinzip die Idee die gleiche, dass es so eine Art Nachschlagefunktionalität ist, die eben in einem analogen Medium hilft, schnell die Seite beispielsweise oder den Abschnitt im Buch zu finden, in dem es um ein bestimmtes Konzept geht, quasi den Indexterm. Und das Ganze eben aus der Zeit, wo man nicht einfach mal Steuerung F machen konnte. Und selbst wenn man Steuerung F machen konnte, hilft einem eben so einen Index am Ende eines Buches zu sagen, welche ist denn jetzt die wichtigste Stelle, in der es beispielsweise um Topics in diesem Buch hier geht? Na, die Definition steht auf Seite 12, das kann man hier in dem Index lesen. Und ansonsten gibt es auch nochmal im Abschnitt 7.3 so ein bisschen was über wichtige und nicht ganz so wichtige, vielleicht nebensächlichere Topics eines Dokuments. Und wenn man sich jetzt fragt, was hat das hier mit dieser Indexdefinition zu tun? Ja, die Indexterme sind also die, die hier orange hervorgehoben sind. Und die Dokumenteinheiten sind die grünen Sachen. Also wo im Buch geht es denn um Thesauri? Auf Seite 12 ist die Definition. Oder wo im Buch geht es denn um Topics? Auf Seite 12 steckt die Definition und im Abschnitt 7.3, auch eine Dokumenteinheit, geht es eben darum, was der Unterschied zwischen Haupt- und nebensächlichen Topics vielleicht ist. So ein Index kann man sich vorstellen, ist ganz nützlich, also zumindest in dickeren Büchern, wenn man sich eben fragt, wo geht es denn jetzt wirklich um diesen Term, dann muss man nicht das ganze Inhaltsverzeichnis vielleicht danach durchlesen, ob es da irgendwo als Überschrift mal vorkommt, das, was man sucht, sondern es hat einfach jemand am Ende nochmal so ein Ding gemacht, was schnell hilft, die korrekte Seite oder den korrekten Eintrag zu finden, indem es beispielsweise alphabetisch sortiert ist, womit wir Menschen ganz gut umgehen können. Und sowas Ähnliches möchte man jetzt eben auch als Datenstruktur für eine viel größere Kollektion als einfach nur die paar hundert Seiten in einem Buch haben, nämlich beispielsweise als Index zum Durchsuchen des Webs. Aber die Analogie wird eben so sein, dass man sich fragt, welche Wörter möchte man überhaupt in den Index aufnehmen? Also welche Indexterme sind denn jetzt wichtig? Wonach wird denn jemand mal suchen wollen? Also beispielsweise bei so einem Buch, was sind die wichtigsten Begriffe in dem Buch? Danach werden die Menschen eventuell nochmal nachgucken wollen. Das wollen sie nachschlagen. Und was sind eigentlich die Dokumenteinheiten, um die es hier geht? Also beispielsweise bei einem Buch sowas wie Abschnitte 629 oder eben spezifische Seiten, Seite 12. Auch in der Standardisierungsdefinition sind so ein paar Anforderungen an den Index hinterlegt. Und ja, das sind eine ganze Menge. Wenn man da so der Reihe nach durchgeht, wird man aber so sehen, die sind alle irgendwie in einer gewissen Weise vernünftig. Und ja, da hätte man auch seine Unterschrift drunter gesetzt, wenn man lang genug einfach mal drüber nachdenkt, was man von einem Index eigentlich möchte. Und als erstes muss so ein Index eben helfen, die Dokumenteinheiten zu finden, die bestimmte Themen abdecken oder zu bestimmten Features passen. Also es soll eben sozusagen das Retrieval im Prinzip ermöglichen, steht jetzt hier ein bisschen verklausuliert da. Außerdem soll so ein Index helfen, die wichtigsten
Themen oder Features von Dokumenteinheiten zu finden und ja auch auf die Art so ein bisschen einzuschränken vielleicht, was alles in den Index gehört. Ne? So dass man eben sagt, in dieser zweiten Anforderung, wie ausführlich soll denn der Index eigentlich sein, wie groß soll er sein? Was auch noch in einem Index passieren soll, ist so ein bisschen eine Unterstützung zu erkennen, was sind eigentlich die Haupt- und die nebensächlichen Themen in einem Dokument oder von Features, also vielleicht nicht nur in Dokumenteinheiten, sondern überhaupt, welche sind so die wichtigsten und welche sind so nicht so wichtige Themen oder eben auch Features. Und ansonsten soll es eben helfen, das Vokabular auch so ein bisschen anzupassen. Also die Themen oder Features müssen so im Index hinterlegt sein, dass auch potenzielle Nutzer danach fragen können. Das heißt, da muss man ein bisschen auf dieses Vocabulary-Mismatch-Problem aufpassen, was wir schon mal in der Einleitung so ein bisschen erwähnt haben, dass eben Nutzende vielleicht mit ganz anderen Wörtern nach etwas fragen, als die Wörter in der Kollektion benutzt werden. Entsprechend umgedreht sozusagen ist auch die Anforderung, dass man natürlich das nach Features und Topics suchen können soll, indem man das Vokabular der Texte quasi benutzt, falls Texte indiziert sind, solange das auch möglich ist. Also auch das Spezialvokabular, was gegebenenfalls vielleicht in medizinischen Dokumenten oder sowas verwendet wird. Und ansonsten soll natürlich die Terminologie, also Terminologie wieder als quasi die Wörter, die als Indexterme dann im Index stehen werden, die Terminologie soll möglichst so spezifisch an die Dokumenteinheiten angepasst sein, dass man danach suchen kann, aber eben auch so allgemein idealerweise sein, dass die Anfragesprache es den Nutzern erlaubt, überhaupt irgendwas suchen zu können. Also es soll so eine Art, verklausuliert steht es hier wieder im Prinzip in diesen drei Punkten, soll so eine Art goldener Weg zwischen dem eigentlichen Vokabular, was Nutzer vielleicht zur Verfügung haben und dem, was in der Kollektion steht, gefunden werden. Und da muss man eben sicherstellen können, dass ein Nutzer auch Dinge finden kann, nach denen er gesucht hat. Siebte und achte Anforderung ist im Prinzip auch noch so ein bisschen weitergehend in diese Richtung, dass man sagt, naja, im Prinzip muss man auch über Synonyme oder äquivalente Terme suchen können. Also sowas wie Synonyme sollten in dem Index mit zur Verfügung stehen oder äquivalente Terme. Sie erinnern sich vielleicht jetzt hier in dem Moment so ein bisschen an sowas wie Stemming oder Lemmatisierung, über das wir schon mal kurz gesprochen haben, wo man versucht immerhin die unterschiedlichen Wortformen auf den gleichen Wortstamm zu bringen, sodass man so eine Art Synonym-Äquivalenz-Term-Geschichte hinkriegt. Damit bekommt man aber natürlich keine Synonym-Geschichten hin von lexikalisch total unterschiedlichen, also mit sehr, sehr unterschiedlichen Buchstaben gebildeten Termen. Und Index soll auch im Prinzip helfen, einen Nutzer zu verwandten Konzepten zu führen. Also sowas wie eine Spezialisierung der Suchanfragetherme oder ein Vorschlag von verwandten Termen soll möglich sein. Und wenn möglich, auch mal sowas wie eine Generalisierung der Terme, sodass man sagt, okay, das hier ist vielleicht ein bisschen zu speziell, ich finde nicht viel, versuch's doch mal hiermit, das ist ein allgemeinerer Term. Das wäre auch nett, also Anforderungen sozusagen im ANSI-NISO-Standard daran, was ein Index können soll. Und last but not least eben auch die Frage, kann man auch Terme kombinieren, um im Prinzip Themen oder Features ein bisschen spezifischer anzugeben. Also dass man sagt, ich will jetzt nicht nur ein Wort anfragen, sondern auch drei oder vier oder eben längere Kombinationen von Termen hinkriegen. Und es soll auch möglich sein, gegebenenfalls sowas Ausschließendes mit einzubauen und zu sagen, okay, ich möchte nach dem Term suchen, aber der und der soll nicht mit drin vorkommen. Geht schon so ein bisschen in Richtung Anfragesprache vielleicht, dass man also sagt, ich möchte auch Dinge ausschließen können. Also brauche ich im Prinzip eine Möglichkeit in meiner Anfragesprache auch mal zu sagen, dieser Term soll bitte nicht in Ergebnissen vorkommen oder diese Bedeutung womöglich sogar des Terms soll nicht in Ergebnissen vorkommen. Das wird dann schon langsam ein bisschen schwieriger. Und als letztes soll es natürlich auch mit einem Index möglich sein, nach bestimmten Themen oder Features zu suchen, indem man also systematisch Einträge irgendwie angibt, die diese Features oder Topics sozusagen beschreiben. Und im Prinzip möchte man also Terme eingeben können oder kombinieren können und modifizieren können, sodass man aus einer komplexeren Anfrage am Ende
die Dokumenteinheiten zu einer komplexeren Anfrage am Ende die Dokumenteinheiten zurückgeliefert bekommt, die man eigentlich mit dieser komplexen Anfrage vielleicht gesucht hat. Also indem man beispielsweise ganz viele Terme kombiniert, die alle drin vorkommen sollen, oder indem man vielleicht auch irgendwie sowas wie ein Oder baut von Termen, die mindestens einer davon getroffen werden muss oder sowas. Also solche Geschichten sollen mit einem Index möglich sein. Und wenn man das ein bisschen genauer sich anguckt, stellt man schon fest, es geht eigentlich nicht nur die ganze Zeit um den Index per se, sondern es geht auch schon so ein bisschen mit um die eigentliche Anfragesprache. Hat natürlich was mit dem Index zu tun, dass ich mit einem Index gegebenenfalls nur Dinge unterstützen kann in der Anfragesprache, die auch irgendwie in dem Index abgebildet sind. Ja, das ist so ein Standard, der von ANSI NISO kam, also American National Standards Institute und National Information Standards Organization. Aber es gibt auch noch eine ganze Menge andere Standards, die im Prinzip sagen, was ein Index sein soll. Und am Ende sind sie sich alle natürlich so ein bisschen sehr ähnlich, weil sie eigentlich nur etwas beschreiben, was man vielleicht so ein bisschen ganz platt als Analogon zu so einem Back-of-the-Book-Index, also so einem Stichwortverzeichnis am Ende eines Lehrbuchs sehen könnte, dass man einfach schnell die wichtigsten Dinge zu einem bestimmten Term finden möchte. Natürlich, Webscale ist das Ganze ein bisschen größer als jetzt für ein Lehrbuch mit ein paar hundert Seiten am Ende des Buches. Jetzt haben wir die ganze Zeit aber so ein paar Definitionen auch hier wieder benutzt, sowas wie Dokumenteinheit. Was ist der Unterschied zum Dokument eigentlich? Na, im Prinzip in diesen ANSI-NISO-Standardgeschichten ist Dokumenteinheit im Prinzip das Ding, was als Indexeinheit, also als ein atomares Ding irgendwie in den Index wandern wird. Und das ist dann auch die Einheit, die beim Retrieval zurückgeliefert werden wird. Und die Frage ist, was das eigentlich ist. Ein Dokument ist erstmal irgendwie ein Medium, in dem man eine Nachricht kodiert hat. Also irgendwie im Sinne von Textdokumenten hat da mal jemand was aufgeschrieben. Es kann aber auch gemeint sein, dass ein Dokument im Prinzip die Kombination aus Nachricht und Medium ist. Also, dass man damit die Datei eigentlich meint. Wenn man Dokument sagt, meint man also meistens irgendwie auch die Bitrepräsentation, die irgendwo abgelegt ist und meint nicht nur die Nachricht, die da drin kodiert ist, also irgendwie ein Text über ein bestimmtes Thema. Also Dokument als eine Kombination aus beiden, die eigentliche Repräsentation auf Platte im Hauptspeicher irgendwo, also als Folge von Bits, und aber gleichzeitig auch mitgemeint die eigentliche Nachricht, die da kodiert ist. Also die Dokumente sind also Dateien, in denen Nachrichten stehen, können man so ganz, ganz platt erstmal denken. Und eine Dokumenteinheit ist dann eben entweder ein Dokument selbst oder ein Teil eines Dokuments, also beispielsweise in einem Buch kann man überlegen, ob das ganze Buch tatsächlich ein Dokument ist oder ob tatsächlich die einzelnen Kapitel Dokumente sind. Aber wenn das ganze Buch ein Dokument ist, dann könnten Kapitel Dokumenteinheiten sein. Oder man könnte auch als Dokumenteinheit eben eine ganze Kollektion von Dokumenten auffassen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was man tatsächlich jetzt eigentlich als Einträge in den Index packen will. Ne? Wenn man so von Dokument spricht, meint man meistens auch quasi die Granularitätsstufe von Objekten, die man in den Index packen möchte. Und wenn man es ein bisschen eindeutiger oder auch ein bisschen formaler noch auffassen will, würde man noch zwischen Dokument und Dokumenteinheit unterscheiden, wobei, man muss es schon vorab sagen, die meisten benutzen eigentlich immer den Term Dokument, wenn sie auch Dokumenteinheit meinen. Aber wir wollen es einmal so ein bisschen formal aufdröseln und sagen, im Prinzip muss man das noch unterscheiden. Eine Dokumenteinheit kann eben kleiner oder größer sein als ein Dokument, kommt so ein bisschen drauf an. Später werden wir dann aber wahrscheinlich immer über Dokumente sprechen und dabei sollten wir implizit im Kopf die Denkweise mitführen, dass es also ein Teil eines Dokumentes sein kann, ein Dokument eben selbst oder auch mehrere zusammen, kommt immer so ein bisschen drauf an, was man in den Index packen möchte. Wie ist so die Beziehung zwischen Dokumenten und Dateien, wenn man es jetzt als digitales Medium auffasst, also quasi als Bitfolgen, die irgendwo gespeichert werden? Na, es gibt Dinge, die sind eine Datei pro oder ein Dokument pro Datei, sowas wie einfache Webseiten, PDF-Dateien oder Word-Dateien oder sowas. Da würde man sagen, ja, üblicherweise würde ich die als ein Ding im Index auffassen und deswegen ein Dokument pro Datei. Es gibt aber auch Fälle, wo vielleicht
viele Dokumente in einer Datei liegen, also sowas wie Archivdateien, wo man einfach mehrere Dokumente hintereinander weg reinschreibt, die dann vielleicht noch irgendwie gezippt hat oder sowas. Da kann man davon ausgehen, dass viele Dokumente in einer Datei sind. Vielleicht auch sowas wie E-Mails mit Attachments oder sowas. Vielleicht manchmal ganze E-Mail-Threads oder auch sowas wie Sammelbände, die eben verschiedene Dinge, verschiedene gleichartige Objekte vereinigen. Also vielleicht auch sowas etwa wie ein Proceedingsband zu einer Konferenz oder so. Da sind eben viele Dokumente in einem größeren Objekt in einem größeren Sammelband zusammengefasst. Und am Ende gibt es auch sowas wie ein Dokument, was auf viele Dateien aufgeteilt ist, beispielsweise Webseiten, die so gepaged sind, also wo man so eine Webseite einfach in fünf kleine Häppchen zerlegt hat, sodass man nicht so weit runter scrollen muss oder so. Im Prinzip hat man dann also fünf Dateien für eine Webseite. Oder auch manchmal sowas wie Nachrichten. Seiten, da passiert sowas oft, vielleicht auch in so Forum-Threads oder so, die so gepaged sind, wo man dann einfach sich durchklicken muss. Oder auch manchmal sowas wie etwa hier so ein Foliensatz oder so, wo man sagt, es könnte sein, dass man eigentlich jede Seite als eine Datei auffassen will. Ja, oder wenn man jetzt einfach sagt, verschiedene Teile einer Vorlesung beispielsweise bilden insgesamt ein Dokument zur Vorlesung selbst, naja, die sind dann üblicherweise in verschiedene Foliendateien aufgeteilt. Also kommt so ein bisschen drauf an, auf welcher Granularität man tatsächlich auf so etwas draufschaut, was denn jetzt tatsächlich das Dokument und die Dateizusammenhänge sind. Analog könnte man sich jetzt fragen, ja, es gibt ja auch also Dokumente und Dokumenteinheiten, solange wir sie nochmal formal trennen wollen. Wie gesagt, wird nicht mehr lange sein. Nach dieser Folie werden wir wahrscheinlich immer nur noch von Dokumenten sprechen, aber man muss im Hinterkopf eben haben, es könnten eigentlich unterschiedliche Sachen sein. Es gibt also Dokumente, die nur eine Einheit haben. Das ist im Prinzip die Einstellung, wie viele Suchmaschinen erstmal auf sowas wie Webdokumente schauen und sagen, naja, eine Webseite hat eine Einheit. Das Ding ist in sich eine Dokumenteinheit, also Dokument ist äquivalent zu Dokumenteinheit. Dann gibt es Beispiele, wo man sagt, ein Dokument könnte viele Dokumenteinheiten haben, beispielsweise Kommentare unter irgendetwas. Da gibt es eben viele unterschiedliche Kommentare, die vielleicht auch von unterschiedlichen Personen kommen. Bei Reviews hat man vielleicht viele verschiedene Reviews zu einem bestimmten Objekt oder auch Kapitel in einem Buch oder so, kann man sagen, das sind Dokumenteinheiten, die zusammen ein großes Dokument, das Buch, bilden, aber die Kapitel selbst könnte man auch eben als Dokumenteinheit betrachten. Manchmal könnte man auch einfach sagen, die Sätze in einem Dokument sind Dokumenteinheiten, wenn man eben auf Satzlevel beispielsweise Retrieval machen möchte, weil man sagt, ich möchte nur einzelne Sätze zurückliefern, die bestimmte Eigenschaften haben. Oder manchmal könnte man sogar sagen, einzelne Wörter sind Dokumenteinheiten. Es kommt so ein bisschen darauf an, welche Granularität man tatsächlich ansprechen will. Aber nochmal als Hinweis, das Natürliche in den meisten Websuchmaschinen ist sowas wie ein Dokument besteht nur aus einer Dokumenteinheit. Und etwas auch noch ein kleines bisschen weniger natürlich, aber auch noch etwas gebräuchlicher ist dann eben sowas wie sehr lange Dokumente einfach aufzusplitten an vielleicht Absatzebenen oder Kapitelgrenzen oder sowas. Das kann man schon auch noch finden. Ansonsten gibt es auch noch sowas wie viele Dokumente bilden eine Einheit. Das passiert immer dann, wenn man über Corpora spricht, also Dokumentsammlung oder eben ganze Datensätze und sagt, dieser Datensatz ist meine Dokumenteinheit, weil ich vielleicht Datensatzsuche mache oder sowas. Also Data Search oder so, gibt es heutzutage ja auch, dann liefere ich im Prinzip als eine Dokumenteinheit als Ergebnis eben einen ganzen Datensatz zurück und das sind dann aber eben viele kleine Unterdokumente. Oder auch hier wieder das Beispiel eines Sammelbandes oder auch in Bibliotheken eben sowas wie, in welche Bibliothek sollte ich denn jetzt gehen, wenn ich das und das suche? Dann wird mir einfach eine Bibliothek zurückgeliefert, aber in der Bibliothek habe ich natürlich viele einzelne Bücher und nicht nur eine gesamte Einheit, aber ich betrachte vielleicht die gesamte Bibliothek erstmal als eine Einheit. Aber damit das nicht so kompliziert ist und man immer so diesen Unterschied zwischen Dokument, Dokumenteinheit ziehen muss, man muss es mal gehört haben, aber im Prinzip werden wir jetzt immer über Dokumente sprechen und damit eigentlich Dokumenteinheiten meinen. Und es wird meistens hoffentlich im Kontext klar sein, was wir damit meinen. Einzelne Sätze, im Prinzip einzelne Dateien,
wo jetzt nur einzelne Dokumente drin sind, also sowas wie einzelne Webseiten oder manchmal, aber nicht so oft, wird man vielleicht einen ganzen Korpus, einen ganzen Datensatz mit dem Begriff Dokument meinen. Aber meistens eben so das Natürliche, ein Dokument hat genau eine Einheit. Und deswegen benutzt man es eben oft einfach als Synonym und wird jetzt einfach in der Vorlesung auch immer so sein, dass wir über Dokumente sprechen und man mitdenken muss, es könnten unterschiedliche Granularitäten gemeint sein. Als drittes noch eine Definition, die wir im Prinzip schon mal so mehr oder weniger angesprochen haben in der Einleitung. Was ist der Unterschied zwischen Vokabular und Terminologie und was sind eigentlich diese Indexterme? Auch da gibt es im Prinzip was in dem ANSI/ENISO-Standard. Ein Vokabular ist einfach die Sammlung aller Wörter und Phrasen in einer Kollektion, also in einer Dokumentsammlung. Wir gehen jetzt hier natürlich im ersten Mal von Text-Dokumentsammlung aus. Die Terminologie selbst ist dann die Sammlung von Indextermen, die in den Index kommen sollen. Also man kann davon ausgehen, dass es ein Teil des Vokabulars eigentlich meistens ist. Man wird meistens nicht als Indexterme Dinge wählen, die gar nicht im Vokabular vorkommen, aber es können eben Wörter und Phrasen sein und ist meistens eine Teilmenge, weil man vielleicht manche Wörter und Phrasen nicht mit in den Index aufnimmt. Also die Terminologie, wenn man sie vom Vokabular trennen möchte, ist einfach das, was an Indextermen in einer Kollektion gefunden wird. Und ein Indexterm oder manchmal auch einfach Term genannt, ist dann also ein Wort oder eine Phrase oder manchmal auch eine abgeleitete Form von einem Wort oder einer Phrase, die man aus dem Vokabular auswählt, um bestimmte Themen oder Features eines Dokuments im Index zu repräsentieren. Also im Prinzip die Dinge, die man in diese Datenstruktur Index packen möchte, die einem dann helfen soll, möglichst schnell Dokumentkollektionen nach bestimmten Suchanfragen zu, in Anführungsstrichen, filtern, also die Ergebnisse zurückzuliefern, die auf so eine Anfrage passen. Vom Vokabular, also zur Terminologie, durch Auswahl der Terme, die in den Index kommen sollen. Und das können eben Wörter oder ganze Phrasen sein, können auch manchmal Teilwörter sein, kommt einfach so ein bisschen drauf an, was man tatsächlich in den Index packen will. Wenn man an sowas wie Stemming denkt, wenn man nur gestemmte Sachen in den Index packen will, kann es also tatsächlich auch vorkommen, dass man da Indexterme hat, die in ihrer Indextermform eigentlich gar nie in der Kollektion als Wort oder Phrase vorkommen, aber wo man so einen Ableitungsprozess, eben den Stemming-Algorithmus, dann braucht. Was sind so Quellen fürs Vokabular? Naja, natürlich zuerst mal die Dokumente, die indiziert werden. Wann immer es um Textdokumente geht, natürlich. Außerdem natürlich sowas wie die Nutzenden des Indexes. Das Problem, was man dabei hat, ist, das kann man natürlich erst feststellen, was für ein Vokabular die Nutzer nutzen, wenn man den Index gebaut hat. Also muss man das so als so eine Art iterativen Prozess begreifen, dass man auch natürlich beobachtet, womit versuchen die Leute eigentlich in dem Index was zu finden, mit welchem Vokabular, und gegebenenfalls muss man dann feststellen, ah, das habe ich noch gar nicht so richtig abgebildet aus der Dokumentkollektion, da sollte ich noch irgendwie was dazu packen, Indexterme hinzufügen, die gar nicht eigentlich in der erstmal in dem Vokabular der eigentlichen Kollektion vorkommen, also so eine Art Ergänzung durchführen. Das kann ich aber eben erst machen, wenn ich in den Index gebaut habe. Außerdem, früher häufig in Bibliotheken beispielsweise gesehen, kann man natürlich auch Experten, also menschliche Experten, als Quelle für das Vokabular oder eben auch die Terminologie sehen, die dann eben sagen, okay, wir haben jetzt hier bestimmte Stichwörter, mit denen wir die Bücher beispielsweise in der Bibliothek verschlagworten wollen. Und nur diese Schlagwörter sind dann das Vokabular, nach dem man suchen kann. Dazu braucht man natürlich irgendwie jemanden, der dieses Vokabular festlegt, also so eine Art Taxonomie bildet von Termen, die man benutzen darf, diese Terminologie eben, und die dann auch womöglich dem eigentlichen Bibliotheksnutzer helfen, mit diesem Vokabular zu suchen, weil der das ja meistens nicht kennt. Das ist also nicht typisch für Websuchmaschinen natürlich, dass man da auf so ein festgelegtes Vokabular eingeschränkt ist, aber in sowas wie einem Bibliotheksumfeld durchaus noch üblich. Man muss aber eben da bedenken, sowas ist teuer. Also sobald man Menschen Schlagwortverzeichnisse erstellen lässt, das kostet Geld, das ist dann eine gewisse Weile statisch. Man muss es immer mal wieder updaten, das ist auch ein teurer Prozess, also ist jetzt nicht so richtig vollautomatisch. Und als letztes können wir natürlich auch einfach sagen, ich benutze einfach auch noch Wörterbücher oder Thesauri, die es sowieso schon gibt, und sage nur das, was da drin steht, kann ich auch als Indexterme oder als Vokabular meiner Kollektion ansehen.
Ja, das ist im Prinzip etwas, was man auch bei Suchmaschinen beispielsweise vorsehen könnte, weil man sagt, na, alles, was nicht in irgendwelchen gängigen, immer wieder aktualisierten Wörterbüchern drinsteht, das sind wahrscheinlich Quatschterme, die will ich vielleicht gar nicht als Indexterme bei mir haben und deswegen lasse ich sie einfach weg. Wenn man sich das anschaut, wie also so die eigentliche Indexterminologie entsteht, ja, oder was dabei passiert, man hat also das Vokabular in den Dokumenten, das Vokabular, was die Nutzenden eigentlich benutzen, und versucht das so ein bisschen so aufeinander abzubilden, dass man tatsächlich eine Suchfunktionalität hinkriegt. Also angenommen, in den Dokumenten steht immer nur Statistical und Statistically drin und die Nutzer fragen immer nach Statistics, dann könnte also ein Hilfsmittel sein, das Ganze zu stemmen auf Statistik und dann eben zu sagen, wenn im Dokumentvokabular Statistical vorkommt und im Nutzervokabular Statistics, dann meinen die das Gleiche. Im Index bilde ich das auf Statistik ab und kann dann also Anfragen, die Statistics enthalten, auf Dokumente, die Statistical oder Statistically enthalten, mappen. Und natürlich wird es Vokabular geben, was nur aus den Dokumenten kommt und einen Indexterm gibt, was die Nutzer aber gar nicht so wirklich vielleicht als Vokabular wahrnehmen. Und es wird Terme geben, die die Nutzer im Vokabular haben, die es aber eigentlich gar nicht in der Dokumentkollektion gibt. Und dann muss man eben als Suchmaschine mal sagen, okay, wenn ich sowas habe, was ist denn hier vielleicht dafür für das Wort, was im Dokument vorkommt, aber was die Nutzer nie benutzen? Was ist denn vielleicht ein Analogon, damit man danach wirklich suchen kann und solche Dokumente finden kann? Oder auch hier, was wollen die Nutzer denn eigentlich hier? Das sind Terme, die sie benutzen, die ich gar nicht sozusagen in den Dokumenten wiederfinde. Was will man denn damit machen? Also welche könnten damit gemeint sein? Das ist also so ein kontinuierliches Updaten der eigentlichen Indexterminologie, die man da gegebenenfalls braucht, was man eben erst dann beispielsweise richtig sieht, wenn man tatsächlich Nutzer hat. Also wenn man die Suchmaschine so deployed hat, dass es Leute gibt, die sie benutzen, und dann kann man sehen, okay, es gibt Terme, die die Nutzer irgendwie reinbringen, die ich nicht in den Dokumenten finde, und umgedreht Terme aus den Dokumenten, die die Nutzer nicht kennen, offenbar, nach denen sie nie suchen. Und dann kann man überlegen, ob man die vielleicht weglässt oder was man mit denen tatsächlich macht, um die eigentliche, ja, Verfügbarkeit gegenüber dem Nutzer ein bisschen zu verbessern. Die Phänomene, die dann eine Rolle mitspielen, wenn man sich fragt, wie kommt man von dem Vokabular zu den eigentlichen Indextermen, wie kommt man überhaupt zu dem Vokabular? Man hat irgendwie Textdokumente. Wie kriegt man die denn quasi raus, die Wörter? Ja, da gibt es eine ganze Menge linguistische Phänomene, die eine Rolle spielen, also sowas wie Parts of Speech, Wortarten, also Substantive, Verben, Adjektive, solche Geschichten gibt es, ganz feingranulare Terminologien. Man muss über Rechtschreibung nachdenken. Groß-Kleinschreibung ist irgendwie was Wichtiges. Wenn Dinge groß geschrieben werden und nicht am Satzanfang stehen, dann ist das oft ein Hinweis darauf, dass es irgendwie ein wichtiges Wort ist, also meistens ein Bezeichner für irgendwas. Singular, Plural muss man irgendwie gegebenenfalls aufeinander abbilden können. Artikel sind irgendwie ein wichtiges Ding. Zusammengesetzte Terme muss man vielleicht wieder auseinanderklamüsern können, damit man genau weiß, was da vielleicht gemeint ist. Da gibt es eben so Sprachen wie etwa das Deutsche, die sehr produktiv immer wieder zusammen Neuzusammensetzungen bilden. Da muss man dann erkennen, was das vielleicht eigentlich meint. Namen von Objekten muss man erkennen können. Da könnte die Groß-Kleinschreibung eine wichtige Rolle spielen. Es gibt Homographe als Problem. Das sind Wörter, die gleich aussehen, also gleich geschrieben werden, aber unterschiedliche Bedeutung haben. Ja, wie kriegt man die Bedeutung dann getrennt? Das kommt irgendwie auf den Kontext natürlich an. Damit muss man umgehen können, dass man also beispielsweise, wenn man nach Bank sucht, muss man unterscheiden können, ob das Kreditinstitut gemeint ist oder vielleicht so eine Bank in einem Fluss, also so eine Sandbank oder sowas. Das muss man gut trennen können, um gegebenenfalls nicht total sinnlose Treffer zurückzuliefern. Synonyme und einander äquivalente Terme muss man irgendwie erkennen können. Man braucht vielleicht auch hierarchische Zusammenhänge zwischen Termen, also so etwas ist ein Teil von diesem oder so, oder eine Spezialbezeichnung von etwas könnte jenes sein, oder eben auch sowas wie alle möglichen Tiere sind eben Tiere und dann gibt es da Subspezies und Subspezies. Solche hierarchischen Zusammenhänge sind auch oft wichtig, um sich dann gegebenenfalls von einem Term zu einem allgemeineren oder eben von einem Term zu einem spezielleren hangeln zu können. Andere Beziehungen zwischen Termen sind auch wichtig, also sowas wie, ja, neben Synonymen und hierarchischen Zusammenhängen und Homographen gibt es eben auch noch andere Dinge, beispielsweise Sachen,
die, wenn man jetzt über Sprache nachdenkt, die gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben werden oder sowas. Das könnten auch wichtige Zusammenhänge sein, wenn man beispielsweise über sowas wie Voice Search, also sprachbasierte Suche, nachdenkt. Und dann natürlich auch Wortbedeutungsänderungen über die Zeit, gerade wenn man beispielsweise Dinge durchsuchbar machen will, die vielleicht ein paar hundert Jahre alt sind, dann haben verschiedene Wörter einfach nicht mehr die gleiche Bedeutung, wie sie die heute haben. Und am Ende möchte man natürlich die Terme irgendwie gewichten. Man will ja quasi Retrieval ermöglichen und sagen, bestimmte Terme sind wichtiger für bestimmte Dokumente als in anderen. Also möchte man irgendwie eine Termgewichtung durchführen. Und das sind alles quasi Dinge, die über linguistische Phänomene irgendwie abgebildet werden. Also sowas wie Großschreibung könnte irgendwie dazu führen, dass der Term vielleicht für das Dokument wichtiger als wenn er klein geschrieben wäre oder sowas. Und wenn man das zusammenbringen will, dann braucht man im Prinzip eine automatische Pipeline, die einem hilft, aus Dokumenten Indexterme zu machen. Aus den Indextermen baut man dann den invertierten Index. Und das ist im Prinzip oft eine Pipeline aus verschiedenen Schritten. Also sowas wie, erstmal will man den Plaintext extrahieren, vielleicht auch nicht, dann kann man das umgehen, aber meistens will man das, also erkennen, was ist denn eigentlich der Plaintext im Dokument. Dann will man den zerlegen in Sätze, in Token, also sowas wie potenzielle Kandidaten für einzelne Terme, Wörter. Man will vielleicht Stoppwörter entfernen, hat man schon mal drüber gesprochen, also Wörter, die vielleicht gar nicht so viel Bedeutung für das Dokument tragen, und dann sowas machen wie lemmatisieren oder stemmen, um am Ende dann zu sagen, das hier könnten meine Indexterme sein. Dazu wird es dann gleich im nächsten Screencast einen kleinen Exkurs in Richtung Natural Language Processing gehen, wo wir uns eben mal über dieses ganze Tokenisieren, Stoppen, Stemmen und so weiter ein bisschen genauer unterhalten, um eben zu sehen, was man in so einer Suchmaschine eigentlich, bevor man den Index baut, noch machen muss, nämlich den Text tatsächlich analysieren, den Text verstehen. Wenn Sie sich an die Architektur-Pipeline erinnern, da gab es ja quasi nach der Akquise so diesen Zwischenschritt, wo man sagt, aus den Dokumenten hole ich mir jetzt die Indexterme, die ich dann im nächsten Schritt, wenn ich sie habe, tatsächlich in den eigentlichen Index zerlege. Und ja, auch hier ist es oft so, dass man die Begriffe, wenn man über den Index spricht, von Vokabular und Terminologie dann gar nicht mehr so sauber trennt und oft einfach vom Vokabular spricht. Und wenn man da vom Vokabular des Indexes spricht, meint man eigentlich die Terminologie. Also auch da, wie bei dem Unterschied Dokument, Dokumenteinheit oder so, ist man oft gar nicht so streng und sagt, naja, irgendwie kann ich beides benutzen. So, wenn wir diesen kleinen Exkurs dann quasi im nächsten Screencast anschließen, wenn wir vorher vielleicht noch ganz kurz erwähnen, was macht man eigentlich dann mit so einem Index? Na, das, worauf wir jetzt hier speziell erstmal schauen werden, und das wird auch so ein bisschen Teil im Prinzip Einfluss auf den Exkurs haben, wie wir eben einen Text in Indexterme zerlegen wollen. Was wir eigentlich erstmal abbilden wollen, sind solche schlüsselwortbasierten Anfragen. Also erstmal wollen wir danach suchen können, was so klassisch in Websuchmaschinen passierte, nämlich diese kleine Suchbox, wo man also so ein paar Wörter reinschreibt, so Telegramm-stilmäßig, und dann hofft, dass man eben gute Ergebnisse zurückbekommt. Weitere Möglichkeiten wären natürlich heutzutage eher sowas wie auch vielleicht einfach mit der Suchmaschine zu sprechen. Dann würde man vielleicht auch eher Fragen stellen, also sowas wie Question Queries oder eben auch sowas wie Query by Example. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass man dann beim eigentlichen Text analysieren, bei der Texttransformation anders vorgeht, aber wir konzentrieren uns dann hier erstmal auf die schlüsselwortbasierten Anfragen. Wie gesagt, wird jetzt ein kleiner Exkurs sich anschließen, indem wir erstmal uns damit beschäftigen, wie man zu den Indextermen kommt, und dann sprechen wir eben weiter darüber, wie eigentlich so ein invertierter Index aufgebaut wird und wie man die Anfragen dann weiterverarbeitet. Danke erstmal.